Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Subsistence hier auf Dadebär TV. So, ich bin gerade dabei, den Vorgarten ein wenig aufzuräumen, während ich darauf warte. Da oben ist, glaube ich, eine Zwiebel. Die sieht man echt selten so gut. Genau, also ich räume gerade den Vorgarten auf, während ich darauf warte, dass wir hier ein wenig Masse zusammenbekommen, so dass wir den angekündigten Erdbohrer endlich bauen können. Das nehme ich mir auch schon mal mit hier. Und dann gucken wir mal hier oben noch mal eben rein. Das sieht soweit gut aus. Da wäre eine Tomate fertig. Was haben wir hier? Da ist noch Dünger drin. Da werden die ersten Sachen auch fertig. Dann schmeißen wir hier das Zeug rein. Wasser ist genug da. Perfekt. So, dann lasst uns mal schauen. Und zwar 99. Jetzt haben wir gleich die 100 Masse voll. Wir brauchen 120 Masse und 600 Strom für den Erdbohrer. Das bedeutet, dass ich diese gute Kiste hier gleich anschmeißen werde, damit wir ordentlich Masse reinbekommen. Sobald er denn endlich mal auf 100 hochgetickt ist. Gut, wir räumen erstmal ein bisschen weg. Das kann ja nicht angehen, dass wir hier so ewig rumwarten müssen. Die können auch noch weg und die Eier kommen in den Kühlschrank. So, kümmern wir uns später drum. Jetzt haben wir sie an das gute Stück. Das hier rein. So, und jetzt müssen wir nur noch warten, bis wir die 120 voll haben. Und dann können wir den ganzen Spaß hier wieder ausmachen und drüber gehen und den Erdbohrer bauen. Dann überlegen, ob ich übertakte. Im Moment verbrauchen wir ja schon eine ganze Menge Strom. Sonst müssen wir da gleich wieder drauf warten. Macht eigentlich keinen Sinn. Lassen wir es einfach so laufen. Und ich schmeiße in der Zeit schon mal... Ach. So, ich glaube, 10 brauchte ich davon. Ansonsten, Werte sind bis auf Gemüse soweit okay. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen vielleicht nochmal schnell hoch und holen uns eine Tomate. Ja, das ist eine gute Idee, dass wir was zu essen haben. Hühnchen habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Hat nur noch 11 Essen. Guck mal hier. Eine Kiste direkt vor der Tür. Ja gut, jetzt brauchen wir auch nicht mehr hochgehen. Jetzt dürfte es schon fertig sein. Immer direkt wieder reingehen. So, 15. Ja gut, hätten wir doch noch hochgehen können. Ach ja, ist das immer schön, so ein bisschen Zeit zu überbrücken. Dann machen wir es halt auf die Art. Weil ich will halt so wenig Masse oder beziehungsweise Strom wie nötig raushauen dafür. So, da haben wir die 120 voll. Machen wir aus das Ding. Noch kurz warten, bis der Strom wieder voll ist. In der Zeit gehen wir dann die Beete machen und dann können wir den Erdbohrer basteln. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf, dass wir den dann endlich haben. Dann haben wir nämlich eine konstante Produktion von was auch immer wir gerade brauchen. Hier ist noch nichts fertig. Hier werden Zwiebeln und Karotten fertig. Die lasse ich jetzt erstmal. Und hier brauche ich einmal eine Tomate. Die würde ich dann essen. Weil wir nehmen hier auch raus, was geht. Und dann hole ich mir hier schnell noch ein paar Samen raus. Ich muss auch unbedingt diese Luke machen. Aber mal gut, einmal Karotte, einmal Zwiebel. Zack. Dann schmeißen wir das hier gleich wieder rein. Dass wir da auch auf Stand sind und der Rest kann einfach erstmal backen. Perfekt. So, dann haben wir das. Das sah aus, als wären Heilkräuter, sind aber nicht. Dann gehen wir einmal rein. Strom ist jetzt genug da. Perfekt. Dann einmal den Kühlschrank beladen. Ums Verkochen, wie gesagt, da kümmere ich mich später drum. Wie ihr seht, es wird auch schon bald wieder dunkel. Also kümmern wir uns dann, beziehungsweise kann ich mich dann drum kümmern, wenn hier die Sonne untergeht. Gut, dann holen wir uns jetzt erstmal den Erdbohrer ran. Und ich glaube, das dürfte dann noch erstmal das letzte Gerät auf der Liste sein. Danach geht es dann erstmal noch an ein paar Upgrades. Vielleicht noch einen Stromgenerator und noch einen Stromspeicher, dass wir da auch noch mal ein bisschen was auf die Kette kriegen. Und ja, dann geht es schon in Richtung Tauchbank. Und ab zum ersten Höhlenbesuch, würde ich sagen. Dass wir dann da auch langsam mal klarkommen. So, jetzt war die große Frage, den konnte ich nicht in die Base stellen, glaube ich. Ne? Probieren wir es mal eben aus. Ne, der muss definitiv auf den Boden. Das heißt, den würde ich jetzt einfach, wenn ich den hier hinstelle. So, habe ich den dann in der Base und kann ich von der Base aus drauf zugreifen? Ja, wie cool ist das denn bitte? Das machen wir so. Genau, jetzt machen wir erstmal die Tiefenbohrung, dass das schon mal läuft. Und sobald wir dann drin sind, dann kriegen wir da auch ein bisschen was. Hier hätte ich jetzt wieder was, um Gläser herzustellen. Ist jetzt die Frage, ich könnte auch mal auf den Dietrich gehen. Dass wir mal wieder eine Premium-Kiste besorgen können. Ich glaube, da braucht man 18 Eisen für. Oder alternativ, was mir fast noch ein bisschen lieber wäre, dass wir dieses gute Stück hier mal aufwerten.
Das sollte inzwischen auch gehen. Da bräuchte ich 3 Seile für. Ich glaube, die kriege ich vielleicht nicht mehr zusammen. Schauen wir mal eben. Die Shotgun-Patronen nehme ich mir mal raus. Das war die Nachladen. Achso, wo ist denn die Shotgun? Die liegt noch drüben. Muss ich gleich nochmal gucken. Ja, hier habe ich jetzt keine Sehnen mehr. Und hier habe ich nur noch 2 Stück. Das heißt, wir müssten auf jeden Fall einen Elch jagen. Wo ist meine Shotgun jetzt hin, Leute? Jahre später. Bin ich jetzt... Ach, da ist er. Jetzt habe ich für einen kurzen Moment gedacht, meine Shotgun wäre weg. Ey, das wäre es ja jetzt gewesen. So, jetzt ist sie vollgeladen. Reparieren müsste ich die eigentlich auch mal. Was kostet das? Bisschen Bretter, bisschen Metall. Kümmern wir uns da noch drum. Müsste ich noch ein bisschen was von da haben. So, reparieren. Dass das soweit passt. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal los. Weil so viel ist jetzt hier gerade nicht zu tun. Wir müssen jetzt eh wieder darauf warten, dass wir genug Strom reinkriegen. Erdbohrer braucht auch noch eine Weile, bis der durch ist. Stromverbrauch haben wir aktuell. Geht's hoch oder runter? Ne, es geht hoch. Also alles gut. Dann sollte das passen. Werte sind für einen kurzen Ausflug auch in Ordnung. Also Ziel wäre Puma oder Elch. Das wären so die 2, die ich mir jetzt gerade so auf die Fahne schreiben würde. Nette Kiste, dankeschön. Jetzt räume ich direkt weg. Das Zeug braucht man nämlich unbedingt. Und dann geht's los. Puma, Elch wäre beides in diese Richtung. Ich habe einen Elch vorhin hier am Strand rumrennen sehen. Und Puma wäre halt da oben in der Bergregion. Mal gucken, dass wir uns noch mal ein paar Seen besorgen, dass wir da weiterkommen. Nehmen wir ein bisschen Obst und Gemüse. Da wäre ein Reh. Weile hätte ich genug. Aber das bringt uns auch nur Geweihe für Kleber, ne? Aber trotzdem, ich könnte sie eigentlich gebrauchen. Habe ich jetzt echt daneben geschossen, nicht Depp? Ja, da brauche ich gar nicht suchen. Den finde ich niemals wieder. Es müsste mit so viel Glück zugehen, dass ich den sehe. Gehen wir mal hoch, gucken mal, ob wir da nochmal einen Schuss drauf kriegen. Ansonsten würde ich das als gescheitertes Projekt jetzt erstmal bezeichnen. Da hinten ist noch eine Kiste, da wäre ein Wolf. Da ist auch noch ein Wolf. Kaninchen interessiert mich jetzt gerade auch nicht. Ist ja eigentlich, wollte ich Richtung Puma. Jetzt renne ich hier schon wieder durch die Gegend. Da ist es, ich habe es aber schon wieder aufgeschreckt. So, dann holen wir uns diese Kiste hier noch. Zack. Ums. Und jetzt gehen wir aber Richtung Puma. Ich brauche den unbedingt. Da ist noch eine Kiste. Für Kisten laufe ich kleine Umwege. Jetzt sind wir auch schon an der Höhle. Dann können wir da auch noch mal eben drüber stratzen. Spitzhacke vielleicht noch kaputt machen. Oh, guck mal. Kann ich gleich noch mal drauf drücken. Machen wir die auch wieder voll. Wo sind denn die ganzen Erze? Da. Wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir es auch mit. Diese Höhle hat irgendwie eine magische Anziehungskraft auf mich, habe ich den Eindruck. Bin hier öfter, als ich das eigentlich will. Und diesmal hat es sich auch schon wieder nicht gelohnt, weil wir haben schon wieder keine Eisen bekommen. Bis jetzt. Und es sieht auch nicht so aus. Doch, da ist ein. Einen Eisenbubbel kriegen wir. Sehr schön. Bums. So, jetzt aber. Puma, Puma, Puma. Sonst nix. Schauen, was wir unterwegs noch so finden. Da wäre wieder das Reh. Und da rechts ist ein Bär. Jetzt habe ich ihn erwischt. Gucken, ob wir den nochmal kriegen. Da ist ein Wolf. Da unten ist das Reh. Guck mal, das rennt ja schon wieder Richtung Base, ne? Boah. Hier kommen wir runter.
So, und ab hier wieder langsam. Ne, ich sehe es noch nicht mal. Da ist es. Bisschen weit weg noch. Jetzt haben wir ihn erwischt. Das war der zweite Treffer. Er bleibt schon wieder stehen. Sehr schön. Na komm. Das war der dritte. Ich glaube, jetzt brauchen wir nur noch einen Treffer, dann ist er erledigt. Wenn er jetzt nicht in Bären oder so reinrennt. Oder ein Wolf, was hier am Strand natürlich sehr gut passieren kann. Da wäre der Wolf. Nein, jetzt habe ich daneben geworfen, geschossen. Glaube, der Wolf sitzt mir im Nacken, ne? Ja. Muss ich ein bisschen aufpassen. Wo ist das Tierchen? Ist halt eine miese Ecke wegen den ganzen Erhöhungen. Da ist es. Wieder daneben. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt ist schwimmen gegangen. Da ist mein Pfeil. Jetzt ist er schwimmen gegangen. Aber er kommt, glaube ich, wieder zurück, wenn man jetzt nicht wieder aufschrecken. Ich gehe mal hier in der Zeit ein bisschen looten. Und dann muss er ja irgendwo wieder an Land gehen, ne? Könnte jetzt wahrscheinlich auch einfach das Gewehr nehmen und da einmal drauf schießen, weil so viel Leben dürfte es nicht mehr haben. Aber auch mit dem Gewehr ist es nicht so einfach, das Viech zu treffen. Versuchen wir es mal, wenn ich es denn sehe überhaupt. Wo ist es denn jetzt hin? Ein Hase. Hä? Untertauchen tut das doch nicht, ne? Gibt es jetzt neuerdings irgendwie Blutungsschaden oder sowas, dass das im Wasser verstorben ist? Wäre mir neu. Da ist es. Jawohl. So, ja, so viel zum Thema Puma. Muss ich jetzt nur aufpassen, weil ich glaube, genau hinter dem Felsen ist nämlich ein scheiß Bär. Oder was hat sich wenigstens gelohnt, ne? So fetttechnisch. Jetzt ein bisschen was bekommen. Ne, der Bär ist weit genug weg. Sehr gut. Jetzt noch hier im Dunkeln zu dem Puma hochpreschen. Bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ich glaube eher nicht. Aber wir machen es trotzdem. Ihr kennt mich ja. No risk, no fun, oder wie heißt es so schön? Vielleicht haben wir Glück und heute Nacht wird es nicht ganz so übel dunkel. Da ist er. So, dann schleichen wir hier mal vorsichtig hoch, dann holen wir den Puma und dann schneide ich uns wieder nach Hause. Also in die Richtung zu gucken, ist echt dunkel, ne? So, ich glaube, da ist der Spot. Gucken, ob wir ihn da irgendwo sehen können. Sieht aber für mich jetzt nicht so aus. Das ist ja fies. Bin ich jetzt extra hier hochgedackelt und jetzt sehen wir ihn nicht mal, weil es zu dunkel ist. Da steht noch irgendwas.
Okay, ich werde noch ein bisschen hier verweilen. Vielleicht sehe ich ihn ja noch, dann hole ich euch dazu. Ansonsten hole ich euch im Morgengrauen dazu, wenn wir wahrscheinlich wieder zu Hause sind. So, meine Lieben, ich habe ihn gefunden. Er ist da vorne. Ich werde jetzt gucken, dass ich ihn mit zwei Shotgun-Shots direkt erledige. Zwei Stück sind 240, das sollte klappen. Ich werde dann einen Treffer abkriegen. Das hat hingehauen. Ne, jetzt hat er mir echt die Knochen gebrochen. Das ist ja ein Sausack. Okay, muss ich mich gleich noch um eine Schiene kümmern. Mal sehen, was es gegeben hat. Oh, das hat sich gelohnt. Okay, perfekt. Eine Schiene kriegen wir hin. Dass wir die Knochen wieder heile kriegen. Und dann wollte ich eigentlich ein Lagerfeuer aufbauen. Ich habe aber nichts zum Anzünden. Das heißt, ich werde jetzt gleich einfach nach Hause stiefeln. Vier Seen, das reicht zumindest schon mal wieder für ein so ein Seil, wenn wir es brauchen. Bruchschienen, das wäre erledigt. Perfekt. Wie sieht es pfeiltechnisch aus? Da könnte ich jetzt noch mal ein bisschen was nachbauen. Zwei Stück. Bräuchte ich noch einen hiervon. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zu Hause wieder. So, da sind wir wieder angekommen. Räumen wir noch ein bisschen den Vorgarten auf und dann gehen wir noch mal rein. Und gucken mal, wie es mit Strom und so weiter aussieht. Ich muss jetzt aber auch wirklich ein bisschen Fleisch noch nebenher abkochen, dass wir da auch klarkommen. Okay, diesmal ist der Vorgarten nicht ganz so gut bestückt, aber ist ja nicht so schlimm. So, Hühnchen ist auf Level 9, verliert Leben. Das heißt, Essen ist wahrscheinlich leer. Jawohl. Ja, kümmern wir uns gleich drum. Machen wir mal eben schnell einmal die Beete durch. Hier ist erstmal nichts. Hier ist auch nichts fertig. Da könnten Tomaten fertig sein. Jawohl. Zack. Und zack. So, dann hat der jetzt auch erstmal was zu futtern. Ich kümmere mich gleich auch um mich selbst. Hühnchen ist ja jetzt bald so weit, dass wir das aufnehmen können. Der Bohrer dürfte jetzt. Oh oh. Ahnt Böses. Nee, Strom war an. Ne, er ist immer noch nicht fertig. Eieiei, das dauert ja immer. Oh, ich habe ja keinen Anzünder. Habe ich hier noch was? Müssen wir mal eben einen bauen. Zwei Stock, einen hiervon. Und einen davon. Schmeißen wir hier schon mal wieder ein bisschen Zeugs rüber. So, dann haben wir das. Brikett. Habe ich auch keins. Okay, machen wir das auch noch fertig. Kriegen wir das hin? Wie sieht es mit Fett aus? Da haben wir jetzt auch wieder genug. So, dann ist das auch schon mal erledigt. Die Waffen sind soweit auf Stand. Oh, jetzt habe ich mich erschreckt. Ich dachte, jetzt greift einer an. So, das Ding schon mal da rein. Hier kann dann das alles rein. Diese Redinger packe ich mal hier dazu. So, machen wir erstmal das gute Fleisch anzünden. Und ich glaube, das Hühnchenfleisch, das lasse ich jetzt mittlerweile einfach verbrennen, damit wir da nämlich einfach Masse draus machen können. Das reicht nämlich vollkommen. So, dann gehen wir parallel nochmal hier rein. Hier hätten wir noch ein bisschen Eisen, das lassen wir direkt mit durchlaufen. Den Rest lagern wir ein, perfekt. Und ich glaube, dann könnte ich mir gerade noch eine Angelschnur zaubern, wenn ich noch eine Schnur habe. So, dann ist das nämlich auch alles vom Tisch. Und dann haue ich gleich die drei noch rein und dann ist die Zuhausearbeit fertig. Wie sieht es mit Masse und so weiter aus? Da sind wir jetzt fast voll. Also wir könnten jetzt gleich das nächste Bauprojekt noch planen. Gucken wir erstmal hier rein. Erhöhte Effizienz für Strom. Brauche ich alles Kristalle, ist also aktuell noch nicht möglich. Ich würde dann tatsächlich auf Eisen gehen. Wird das Ding jetzt erstmal laufen lassen. Die kann dahin. Das dauert noch eine Sekunde. Hatte ich eigentlich ein Leben aufgefüllt? Ja, habe ich. Okay, und hier läuft jetzt das Eisenzeug durch. Wenn das fertig ist, würde ich, glaube ich, Kupfer einfach nochmal reinwerfen. Dass das passt. Wobei, was mache ich hier eigentlich? Jetzt ist es schon halb gar, ne? Da kann ich jetzt nichts mehr machen. Aber ich glaube, ich hatte hier doch noch was. Nee, von dem Fleisch habe ich tatsächlich nichts eingelagert. Ich depp. Ach nee, ich brauche eine Pfanne, ne? Um Speck mit Eier machen zu können. Was kostet die denn? So, ich esse direkt alle drei.
Die Pfanne. Vier Eisenbarren und fünf Kleber. Kleber habe ich gar nichts mehr. Doch hier, Kleber hätte ich tatsächlich genug. Eisenbarren, habe ich jetzt gesagt, 5? 4. Also 40 Eisen und 20 von dem. Ne, 40 Eisen habe ich noch nicht, kann ich das auch abhaken. Okay, das nächste, was ich dann noch gucken will, wäre diese Thematik hier. Hier können wir nämlich noch ein neues Abteil einbauen, dass wir halt zwei Hühner haben. Das wäre nicht ganz so teuer. Müsste ich von den Mats, die ich habe, sogar direkt beide machen können. Dann hätte ich hier drei Hühnchen rumrennen. Das wäre natürlich cool. Das würde meine Federproduktion in Gang bringen und auch meine Essensproduktion, sofern ich denn die Backform habe. Und die Backform kostet 8 Eisenbarren, also nochmal ordentlich. Ist noch nicht verbrannt, dann warten wir da noch kurz. Gehen wir mal eben einmal hoch, gucken mal, was wir da noch anbauen können. Dass wir meine Gemüsewertung wieder in Gang kriegen hier. Tomaten hätten wir 2 Stück. Die sind noch nicht so weit. So, jetzt muss ich hier nochmal gucken. Wir haben hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karotten. Und ich glaube, wir brauchten 4 Zwiebeln. 1, 2, 3, 4. Die sind also auch da. Das heißt, ich kann ohne Probleme hier jetzt nochmal 2 Tomaten einpflanzen. Dass das auch so weit passt. Und da kommen auch nochmal Tomaten raus. So, dann habe ich noch ein bisschen was zu schnabulieren. Das sieht doch gut aus. Restlichen Samen kann ich wieder einlagern. Damit haben wir die Werte dann wieder in Gang. Ja, und jetzt muss ich mich entscheiden. Ist die große Frage, gehe ich jetzt erst auf die Shotgun? Oder gehe ich jetzt erst auf mehr Hühner? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Dafür brauche ich 3 Seile, die habe ich überhaupt nicht. Nicht mehr. Was brauchte ich für den Reflexbogen? Den hätte ich nämlich auch ganz gern. Der wäre tatsächlich drin. Müsste ich noch einen Stromspeicher bauen. Ja, dann haben wir doch schon unsere nächste Mission erledigt. Für den Stromspeicher brauche ich, glaube ich, das Zeug und das hier wahrscheinlich. Gucken wir mal, vielleicht haben wir Glück und ich kann direkt draufdrücken. Sonst muss ich noch mal eben was holen. Wäre aber jetzt auch kein Weltuntergang. Noch mal im Wasser gucken, ob es ein paar Gratisgeschenke gibt. Sieht aber nicht so aus. Stromspeicher. Ein Brett fehlt. Okay, alles klar. Das kriegen wir ja hin. Hinten ist eine Alge, die ist mir aber zu weit weg. Hühnchen, wollen wir dir Freunde besorgen? Ich bin mir nicht sicher. So, noch ein Brett hinterher. Dann haben wir das auch schon mal geklärt. Was kosten die Upgrades? Ein Seil jeweils, glaube ich, ne? Oder überhaupt kein Seil? Ne, die kosten gar kein Seil. 8 Kleber, 2 Barren, 4 Bretter. Die könnte ich beide hintereinander weg reinballern. Das Problem ist, ich bin gemüsetechnisch, glaube ich, noch nicht weit genug. Falsche Richtung. Hier müssen wir hin. Ich bin, glaube ich, da hinten ist eine Alge. Und Gemüse. Und da unten ist noch eine. Nehmen wir alles mit. Ja, fast alle jetzt verbraucht. Noch eine. Und da unten sind noch 2. Sag mal, was ist denn hier los? Manchmal einfach unbedarft ins Wasser springen und du hast nie wieder Sorgen, oder wie? Coole Nummer. Da hinten ist Sandstein. Das ist mir jetzt eigentlich erstmal egal. Nee, komm, wir bauen jetzt erst das Ding und danach holen wir Sandstein. Da oben wäre noch ein Metall. Ah, komm. So. Und die Dinger hier aufwerten müsste ich auch noch, weil ich kann mir gut vorstellen, dass die Jäger nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen werden. So, da ist fertig das gute Stück. Dann holen wir uns noch den Sandstein da hinten weg. Glaube, da vorne ist noch eine Alge. Die können wir uns auch gleich noch einsammeln. So, eine neue Spitzhacke müssen wir auch schon wieder auf Reserve bauen. Da oben ist irgendwas. Wie nah ist das am Wasser? Oh, schon recht nah. Aber egal, die Alge kriege ich trotzdem. Kommt der?
Nee. Okay, guck mal, da haben wir schon wieder im Prinzip ein Gegenmittel fertig. Das finde ich schon mal geil. Das Hühnchen ist auch so gut wie Level 10. Zack, nehmen wir das noch mit. Es ist Level 10. So, damit du nicht unnötig noch Futter frisst, zerlegen wir dich direkt schon mal. Töten, schlachten. 5 Federn, das ist jetzt nicht der Oberhammer, aber besser als nix. So, dann einmal an den Kühlschrank. Und das alles rein. Das kommt hier hin, das kommt dahin. Stelle ich einfach hier mit in die Reihe rein. Können wegen mir auch ruhig ineinander glitschen, da habe ich persönlich keinen Stress mit. Oha. Und jetzt ist das Spiel abgeschmiert. Ich bin gespannt. So, dann schauen wir mal, wohin mich der Speicherstand jetzt zurückwirft. Das ist echt ärgerlich. Kein Crash Report, gar nichts. Also einfach abgeschmiert. Ohne irgendwelchen Grund. Okay, also an dem Punkt, wo ich das Ding gebaut habe, ist also alles gar nicht so wild. Interessant. Jetzt wollte ich gerade Sandstein und so holen, was wir hier unterwegs noch hatten. Ist aber alles nicht mehr da. Die eine Alge da hinten ist nicht mehr da. Sandstein ist da nicht gewesen. Hier war eine Alge dafür. Das heißt also im Prinzip, dafür haben wir eine Muschel. Die nehmen wir natürlich gerne. Perlen brauchen wir auch noch so viele. Ach ne, das ist Sandstein. Ja gut, ist egal. Nehmen wir trotzdem mit. Also im Prinzip haben wir das gleiche bekommen. Es war nur an einer anderen Stelle gespawnt. Aber das könnte eine Muschel sein. Das ist eine Muschel. Die nehmen wir natürlich noch mit. Ich muss noch einmal erst Luft holen. Bei Perlen brauchen wir nachher auch so viele. Oh, und der Bär war, glaube ich, vorhin auch noch nicht da. Das Huhn auf 10 ist nach wie vor der Fall. So, jetzt ist die Frage, was war der ausschlaggebende Punkt für den Ausfall? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich speichere jetzt nochmal. So, Hühnchen töten, schlachten. Dann Kühlschrank. Machen wir alles nochmal, den ganzen Spaß hier. Algen noch rein. Die da rein. Die auch. Den können wir aufstellen. So, hier schmeißen wir das Glas noch rein. Und dann füllen wir die Kiste hier wieder auf. Und schwuppdiwupp, jetzt sind wir wieder auf dem Stand, wo wir eben waren. Schnell einmal speichern, dass es da nicht wieder zu Problemen kommt. Und dann passt das soweit. So, der Erdbohrer läuft. Ich müsste die Stromproduzenten nochmal auffüllen, dass wir da nochmal ein bisschen Saft haben. Die sind nämlich aus. Und dann wäre halt nach wie vor wieder die große Frage, was machen wir? Ich könnte ihn hier machen. Den Reflexbogen. Ich will den eigentlich auch unbedingt haben. Ja, die sind echt teuer, ne? Durch den Kristall, den die brauchen. Aber die 15 Waffenteile, 3 Eisenbarren. Das wären 30 oder was? 30 Eisen. Ach, guck mal, habe ich ganz genau 15 hiervon. So. Ja, kann ich jetzt erstmal nur einen von herstellen. Die 15 Waffenteile und 5 Bretter. Da nehme ich mir noch eins von raus. Okay, muss ich jetzt abwarten, bis ich die 30 Masse zusammen habe. Das sollte aber nicht das Problem sein. Das kriegen wir hin. So, dann gehen wir noch mal eben an den Kühlschrank und gucken mal, was wir hier jetzt alles haben. Also Fleisch habe ich aktuell nichts, kann ich auch nicht wegen der Pfanne. Könnte mir aber 2 Eier kochen und ich müsste mir auch noch so ein Chutney-Zeug herstellen können. Zumindest eins. Kochen, Chutney. Ach, die Heilkräuter fehlen, ja, das ist ja kein Problem. Ist ja nicht so, als hätte ich da keine von. So, dann kriegen wir davon schon mal eins geregelt. Und davon könnte ich mir jetzt auch direkt noch 2 Stück abkochen. Kartoffelbrei brauchen wir einfach nur Kartoffeln und Wasser. Es war aber auch wieder was, was ich eher für andere Dinge nutzen konnte, ne? Und die Tomatensuppe war halt auch schick. Die sollte ich eigentlich kochen. Tomatensuppe. Anstatt die Tomaten so zu essen, weil die ist halt wesentlich effizienter. Ja, das sollte ich tun. So, dann kommt das Zeug wieder weg. Dann holen wir einmal schnell Wasser. Masse ist noch nicht so weit.
gucken nochmal, der Vorgarten ist auch schon wieder voll. Ich laufe mal viel zu weit rein. Habe ich immer diesen Krampf, da wieder rauszukommen. So, gucken wir mal, was hat der Vorgarten Schönes? Ein paar Erdbeeren, ein paar Blaubeeren. Ist da ein Metall? Ne, ist kein Metall. Ein paar Heilkräuter. Vorne ist noch irgendein Tier, das können wir ignorieren. Aber wobei, ist ein Wolf, ne? Na komm, los, machen wir. Auch noch ein bisschen Fleisch. Nee, der ist mir zu zappelig. Der ist mir zu zappelig. Mit dem Reflexbogen können wir so eine Späße machen. Der macht nämlich mehr Damage. So. Ich denke, den Reflexbogen kriegen wir auch zügig fertig. Mal gucken. So, nochmal Hände waschen. Hühnchen braucht aktuell nichts, weil ist ja nichts drin. Schmeiße ich den Dünger nochmal rein. Um die Pflanzen muss ich mich gleich noch kümmern. So, das Chutney ist fertig. Fleisch, das. Lagern wir alles ein. Dass wir ein bisschen was haben für später. Das kann auch alles eingelagert werden. Und jetzt kriegen wir bestimmt den zweiten Eisenbarren hin. Ja, los. Dann mache ich jetzt nochmal einen kurzen Schnitt und hole euch dazu, wenn der Eisenbarren soweit klar ist, dass wir den basteln können. Und dann, wobei ich sehe jetzt gerade, ich brauche ja noch 1700 Strom, 150 Masse. Das wird auch nochmal dauern. Dementsprechend machen wir das in der nächsten Folge. Dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut. Tschüss.